2016 war auch in meinem Wahlkreis ein einschneidendes Erlebnis. Kurz zuvor gab es schon in Deckendorf ein Jahrhunderthochwasser. Simbach am Inn, Kirchdorf am Inn, wurden von einem Starkregenereignis dramatisch in Mitleidenschaft gezogen. Ich hatte in den Koalitionsverhandlungen schon die Mittel für das Thema Hochwasserschutz erhöht, aber das langt natürlich nicht aus. Als Umweltstaatssekretär habe ich mich deswegen besonders auch in dieser Periode um Klimaanpassungsmaßnahmen gekümmert. Etwas, was bis heute wichtig ist, weil durch die zunehmende Erderhitzung es immer mehr Extremwetterereignisse auf immer kürzere Zeit gibt. Und deswegen müssen wir unsere Dörfer, Städte und Infrastruktur auch einstellen und anpassen auf das, was da auf uns zukommen wird. Das ist mindestens genauso wichtig, wie einen weiteren Klimawandel zu verhindern.